Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder unterwegs, wie versprochen, und für uns eine neue Kirche und eine neue Orgel. Naja, das ist natürlich keine neue Kirche und keine neue Orgel für die Leute hier, aber für uns schon. Wir sind in einem kleinen Dorf zwischen Bonn und Koblenz. Viele Leute haben gedacht, als ich letzte Woche geschrieben habe, wir haben eine Orgel gefunden, das ist fast eine Kinoorgel. Viele Leute dachten, wir fahren dann nach Ingelheim am Rhein zu den amerikanischen Orgeln. Leider ist das noch nicht möglich. Ich habe noch keinen Kontakt zu dem Organisten dort. Kennt ihr ihn? Vielleicht können wir das dann irgendwie machen. Naja, wir sind in Sinzig zwischen Bonn und Koblenz, auch am Rhein, und in St. Peter in Sinzig. Und hier ist eine ganz besondere Orgel. Oben am Spieltisch. Und ich wette, ihr habt noch nie so einen Spieltisch gesehen. Ich habe auch noch nie so einen Spieltisch gesehen. Das ist eine ganz besondere Orgel. Und wir haben bestimmt jetzt 20 Minuten gebraucht, nur ein paar Basics von der Orgel hier kennenzulernen. Sieht im ersten Blick aus wie eine normale Orgel. Drei Manuale plus Pedal plus Register. Okay, die Register sind hier irgendwie komisch angeordnet. Hier oben und alles so beleuchtet, und an der Seite gibt es dann, naja, andere kleine Tasten, und die gucken wir uns ein bisschen später an. Das ist die Orgel in St. Peter hier in Sinzig, und im ersten Augenblick klingt das auch wie eine ganz normale Kirchenorgel. Achtung! Mit ein paar Extras. Sinzig am Rhein. Ruhig, schön, viele Touristen im Sommer, nicht viel los im Winter. Schöne kleine Dorfkirche, alles ganz normal. Dann kommen die 70er Jahre und ein ganz bekloppter Organist. Ich glaube, ich darf das sagen, oder? Ich darf das sagen, Benedikt sagt ja. Benedikt ist übrigens der Organist hier. Danke, dass ich heute den Nachmittag hier verbringen kann. Und der ganz, wie gesagt, bekloppte Organist hatte eine Vision. Das war so einer dieser avantgardistischen Improvisatoren hier für Orgel und so. Und er wollte unbedingt hier in dieser Kirche eine Avantgarde-Orgel haben. Deswegen die ganzen Spielzeuge. Wir schauen uns jetzt ein paar von diesen Sachen an. Bleibt dabei, es wird spannend. Versprochen. Und ein bisschen bescheuert. Versprochen. Es wird sogar ganz schräg. Es gibt sogar Sachen, die gar keiner versteht. Jetzt ein ganz kurzer so Überblick zum Spieltisch sozusagen. Die grünen Register sind die Labialpfeifen. So, das heißt, im Hauptwerk haben wir ganz normal Prinzipal, Gamba, Flöte 8 und dann das gleiche als 4 Fuß, ein 2 Fuß und so weiter und sogar eine Mixtur. Alles ganz normal bis jetzt. Okay, wir haben das gleiche hier unten im Ruckpositiv, das sind tatsächlich die Pfeifen hinter mir. Wir haben 8, 2 und 4 Fuß Flöten zum Beispiel. Alles völlig normal. Auch hier oben Schwellwerk. Schweller ist wirklich direkt vor meiner Nase. Ich weiß nicht, könnt ihr das dann sehen, wie die Jalousien auf und zu gehen? Könnt ihr das sehen? Na, vielleicht. Also hier auch ganz normal 8-4-2. Und natürlich auch im Pedal. Alles völlig normal, nichts Komisches. Wir haben auch ein paar ganz normale Zungenregister, 16 und 8 im Hauptwerk. Sogar 16 und 8 hier im Schweller. Für die Leute da draußen, ich habe noch nicht erzählt, von wem die Orgel ist, ne? Aber für die Leute, die es vielleicht erkennen, das ist so die typische Klänge von damals in den 70ern. Wir haben auch hier im Rückpositiv auch eine kleine Dulcian. Das klingt fast wie ein Vox Humana mit Tremolant, bestimmt noch mehr.
Bis jetzt alles okay, oder? Kurz hoch zur Gehäuse und dann merkt man, das sind unsere horizontale Pfeifen, das sind natürlich unsere ganz normale, ich muss mal finden, wo die sind, wo habe ich die? Hier habe ich die, oder? Genau. Unser Chamade-Trompeten, also Fanfare-Trompeten. Bis jetzt völlig normal, oder? Hier sind denn die Register etwas genauer. Wenn man hier die Reihe mal durchschaut, ist natürlich schwer zu lesen wahrscheinlich, aber naja, ganz normale 8, 4 und 2, wie gerade gezeigt, aber dann dazwischen kommen ganz komische Sachen. Was soll das denn hier? Obert 5, 1 Drittel, 2 bis 4-fach. Das hat irgendwas mit Obertönen zu tun, gleich mehr. Okay, das sind Spitzgambel, das sind so, keine Ahnung, Pfeife, naja, Mixtur, ganz normal. Moll, Terz, 16, 19. Wie bitte? 16, 19. Ganz bescheuert. Wir gehen mal hier runter zu dem Pedalregister. Alles normal, alles normal. Und dann kommt Teor, Punkt 6, was steht da? 6, 2, 5, 3-fach. Okay, Quint gedacht, 5, 1 Drittel, das könnte noch fast normal sein. So, jetzt gehen wir weiter rüber, viel weiter rüber. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Weiter. Tada! Was haben wir hier? Schon wieder unsere Obertöne. 1/1, 2-fach. Alles klar. Hier weiter runter. 15, da steht 8. Was steht da? 8? Nee. Was steht da? 8 oder 6 Fünfzehntel? Das kann man sehr schwer lesen. Meine Güte. Also ganz, ganz komische Sachen hier. Also komische Aliquotenregister. Wie klingen die denn? Lass uns das ein bisschen anhören. Ich habe oft erzählt, Organisten sind ein bisschen im Kopf. Oft. Und ich habe schon ein paar Orgeln entdeckt, wo man das merkt. Aber heute bin ich zum ersten Mal wirklich sprachlos. Und also es ist wirklich für ein normal Gehirn ist das irgendwie, man muss wirklich 2000 Mal nachdenken, was überhaupt hier gewollt ist. Und ich bin mir immer noch nicht sicher. Zum Beispiel, im Hauptwerk haben wir dieses Obertön 5, 1 Drittel, 2 bis 4-fach. Okay? So. Fangen andersrum an. Eine normale, Moment, haben wir irgendwie so eine kleine Mixtur irgendwo? Sagen wir Normalmixtur, 5-fach. Da sind normale Mixturklänge dabei. Wenn ich ein C spiele, da klingen 5 Pfeifen gleichzeitig, entweder mit einem C-Klang oder ein G-Klang. Okay? So, sagen wir mal, wenn ich diese 2 Fuß... Es könnte 1, 2, 3, 4, 5. Es könnte die 5 Klänge gleichzeitig klingen. Wenn ich diese Mixtur habe, okay? Ich glaube, das war sogar richtig, okay? Das heißt nur das. So, und jetzt bei diesem Register hier, wenn ich diesen Ton hier spiele, es klingt ein C weiter oben, aber es klingt ein E viel tiefer. Achtung! So, und ab hier haben wir jetzt dreifach, es steht da 2- bis 4-fach, jetzt sind 3 Pfeifen gleichzeitig. Da haben wir diese Terz tiefer, Oktave höher und irgendwie irgendwas Septimermäßiges drin. Je höher man spielt, desto einfacher ist es zuzuhören, weil klar, das menschliche Gehirn schmeißt die Töne zusammen und denkt, ja, die gehören zu der Obertonreihe, kriegen wir hin. Wenn ich das jetzt mit einer ganz normalen, sagen wir, 8 und 4 Klang habe, haben wir ganz skurrile Effekte. Hier oben klingt es eher wie, fast wie so asiatische Glocken, oder? Wie ein Gamelan oder so. Ja, ganz komisch. 16 und 8 dazu. Also,
habe am Anfang gesagt, Avantgarde-Musik, Avantgarde-Orgel, Avantgarde-Features. Sowas nutzt man im Alltag nicht. Ne? Das ist wirklich nur für diese Zwecke. Es gibt ganz viele von solchen Sachen. Zum Beispiel oben gibt es dieses Zweifachgedöns mit Septime. Experimentell. Klingt wieder etwas metallisch. Ne? Was haben wir denn hier unten? Wir haben diese 15, habe ich erwähnt. Wie klingt das? Allein ist es okay, aber... Das ist nicht so schräg, weil es nur ein Register ist. Es ist nur eine Reihe von Pfeifen gleich, eine Pfeife sozusagen. Weiter oben klingt es wie eine ganz normale Aliquote. Das ist gar kein Problem. Aber es ist, wir wissen, dass es keine Septime ist, sondern eine große Septime. Unten. Hört man das schon? Oben. Etwas verstimmt da oben, okay? Das ist fast das Normalste davon jetzt. Es gibt auch im Pedal was. Uiuiuiui. Obwohl, ich mache das allein. Diese dreifache, komische Aliquotenmixtur hier. Und jetzt mit ein paar Registern normal dazu. Das ist clever gemacht. Das sind so, da sind Terz dabei, da ist eine Septime dabei, ich glaube, da ist sogar eine None dabei. Klingt vielleicht, ja, ich glaube nicht, vielleicht nur Septime. Aber das ist dann, es klingt fast wie eine 32-Fuß-Effekt. Auf jeden Fall interessant, ne? Wofür hat man denn sowas? Ich habe gesagt Avantgarde. Leute über 40 in Sinzig kennen diese Klänge. Die sind somit sogar damit groß geworden. Heutzutage ist es ein bisschen außer Mode gegangen. Ich weiß nicht, Benedikt, spielst du das auch so in den Messen manchmal? Selten. Also eher um die Leute zu ärgern dann und so, ne? Alles klar, ja? Also das sind schon schräge Effekte, die man nutzen kann. Wir sind noch nicht damit fertig. Es gibt weitere. Aber bevor mein Kopf explodiert, muss ich das Gleiche auf Englisch machen. Gottes Willen. Mein Gehirn ist total frittiert. Ich brauche jetzt wieder normale Musik. Und es gibt ein paar richtig schöne Sachen an dieser Orgel, die man, ich habe auch letzte Woche gesagt, das ist fast eine Kinoorgel. Was meinte ich dabei? Das hier meinte ich dabei. Jawohl, diese Orgel hat ein Xylophon. Ein echtes Xylophon. Es hat auch irgendwas mit Glocken. Aha. Und es hat was ganz Komisches. Das klingt so fast wie, fast wie hier Schellen für Weihnachten. Die sind auch gestimmt. Achtung, ne? Ist das nicht herrlich? Und da kann man für Kinoorgelmusik ist das der Burner. Das ist meine Orgel. Oh mein Gott, das ist fantastisch. Also, das kann ich auch verstehen.
Das andere Gedöns kann ich irgendwie nicht verstehen. Apropos anderes Gedöns. Es gibt eine ganz neue Seite zu dieser Orgel. Und das müssen wir uns auch ganz kurz anschauen. Jetzt seht ihr meine andere Seite zum ersten Mal heute. Welche ist schöner, die oder die? Egal. Eine Frau will einfach auf der anderen Seite stehen. Nein, ich will euch jetzt was noch Skurrileres zeigen. Wir haben gerade unser Kinoorgel-Effekte gezeigt. Alles wunderbar. Das hier ist ein Schlagzeug. Oder ein Schlagzeuger. Ein Drum Machine auf Englisch. Hier in dieser Orgel. Weil wir unten am Rhein sind, heißt es natürlich Et Trümmelsche. Ne? Sehr schön. Und das ist tatsächlich ein Drum Machine, aber mit echten Schlagzeugen, mit echten Trommeln, echten Trümmelsche. Zum Beispiel. Falls das nicht reicht, gibt es auf der linken Seite die Glocken. Mhm. Es gibt das Gleiche mit Glocken. Ich bin sprachlos. Warum nicht? Crazy Orgel, oder? Als ich euch das gerade gezeigt habe, habt ihr bestimmt gefragt, was ist das? Das sind auch ganz viele Register. Was gehören die dazu oder was sind das? Das ist so eine Art, naja, wie nennt man denn sowas? Es ist, sagen wir so, eine freie Sammlung an Registern. Das ist wie ins, ja, vielleicht die etwas modernere Leute unter euch, die gesampelte Musik kennen. Ihr erkennt sowas, eine Art, das ist für Samples, ne? Du spielst so ein bisschen was hier und dann kann ich auch andere Register dazuschalten, nur kurz. Ich kann aber das auch so. Und wenn ich das mache, guck mal, was hier passiert. Die Register schalten sich ein und aus, wie ich das hier mit der Handfläche runterdrücke. Da ist schon wieder meine Frage. Warum nicht? Okay, letztes Feature, bevor wir endlich mal ein Stück spielen. Obwohl, Feature vielleicht nicht. Ihr werdet bestimmt auch das gesehen haben. Das ist so eine Reihe von Buchstaben hier oberhalb vom oberen Manual. Es fängt mit Q an und dann geht es weiter mit J, W, P, V, C, M, M, O, O, U, U, A, 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 D, 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 D und so weiter bis ganz oben zu X und Y. Ich habe Benedikt gefragt, was ist das? Was bedeutet das? Er weiß es nicht. Wir haben überlegt. Wir wissen es nicht. Er hat damals den Orgelbauer gefragt. Er weiß es auch nicht mehr. Vielleicht dient es die Inspiration, wenn man da, der Inspiration, wenn man hier improvisiert. Keine Ahnung. Wenn irgendjemand weiß, was das zu bedeuten hat, dann bitte Bescheid sagen, weil wir wissen es irgendwie nicht. So. Zu Orgelbauer. Das ist eine Orgel von Valka von den 70er Jahren. Orgelfreaks da draußen werden natürlich sagen, wenn die Valka der 70er Jahre hören. Ja, aber Valka damals war natürlich für elektronische Schnickschnack weit voraus mit seinen Ideen und so weiter. Nur Valka könnte so eine Orgel bauen für den Peter damals, für die Kirche. Letztes Jahr, 2018, ist die Orgel komplett restauriert worden vom internationalen Orgelbauer in Bonn, Kleis. Und die haben nichts geändert. Die haben die Orgel einfach restauriert und wieder perfekt spielbar gemacht. Also es ist wirklich ein historisches Instrument. Steht es unter Denkmalschutz, die Orgel?
Noch nicht, aber es könnte demnächst, sollte eigentlich unter Denkmalschutz stehen. Sowas muss erhalten werden. Bescheuert wie es ist, es gehört zur Orgelgeschichte hier in Deutschland. Tolles Instrument. So, zum Schluss, bevor wir ein Stück spielen. Es gibt hier drei Knöpfe links von den Manualen. TF für die Manuale. TF heißt Tastenfessel. Und das kennen wir aus anderen Orgeln. Das heißt Sostenuto oder wie es heißt. Du spielst einen, sagen wir, einen Ton. Du klickst mit diesem großen Pedal hier. Und der Ton bleibt. Und jedes Mal, wenn ich was dazu spiele, bleibt dieser Ton hängen, bis ich entweder mit dem Pedal das ausmache oder natürlich mit dem Knopf hier an der Seite. Was ich da machen kann, ich kann Akkorde spielen, halten, neue Akkorde spielen, halten, und gleichzeitig drumherum improvisieren. Perfekt für Improvisationszwecke. Ja, wirklich. Überleg mal, in den 70ern war das jetzt hier in dieser Orgel drin. Wie gesagt, Walker war damals wirklich weit, weit voraus mit seinen Ideen. Und ich bin froh, dass es alles noch so 100% original bleibt in der Orgel. Schön. Das war eine etwas weniger kurze Introduction zu dieser wunderbaren Orgel hier in St. Peter in Sinzig. Jetzt spielen wir ein Stück Musik. Es ist natürlich wie immer Zeit, Danke zu sagen. Danke an Benedikt für die Zeit hier an der Orgel heute. Danke fürs Zuschauen. Und wir wollen natürlich immer ein bisschen Werbung machen, wenn wir können. Und das können wir, Gott sei Dank. Diese Orgel ist eine bekannte Konzertorgel. Und es finden regelmäßig, na hier steht's, regelmäßig von Mai bis November am ersten Donnerstag im Monat immer Konzerte hier. Und bis dieses Video raus ist, gibt's noch ein Konzert am 7.11. Das ist natürlich ein Donnerstag, steht da. Und der Josef Still, der ist Domorganist unten in Trier, der kommt und spielt ein Konzert hier an dieser wunderschönen Orgel. Also wenn ihr in der Nähe seid oder wenn ihr es irgendwie hinkriegt, kommt auf jeden Fall vorbei. Die Orgel ist hörenswert. Also es ist eine kleine Kirche, eine kleine, aber feine Kirche. Die Orgel kann irgendwie alles, buchstäblich alles. Und ja, also wenn man hier durchguckt, wer gespielt hat oder wer spielt, also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte hier. Viele Leute kommen und improvisieren. Aber es gibt auch zum Beispiel meine alte Freundin hier, Jane Parker Smith. Sie kommt und spielt auch, sagen wir, klassischere Konzerte hier. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich eines Tages komme und ein bisschen Kinoorgelmusik hier spiele. Mal gucken, was Benedikt sagt. Ich habe noch nicht gesagt, wie teuer ich bin, aber wir gucken mal. Oh, Daumen hoch hat er im Hintergrund. Das kriegen wir dann auch noch hin. Also ich würde mich freuen. Das ist wirklich, wirklich interessant. Also man kann auf jeden Fall viel machen. So, das reicht. Besten Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier in Sinzig. Nächste Woche geht's weiter auf unsere wunderschöne Orgelreise. Bis dann. Tschüss, tschüss.